Also ich denke, es dürfte geklappt haben. So, Freunde, da werden wir wieder zurück. Wir werden jetzt, wie bereits gesagt, einmal kurz anschauen, wie es hier unter dem Boxed-Kühler von AMD aussieht. Der Wraith Stealth oder Spire, ich glaube, das müsste der Stealth sein. Alles standardmäßig, so wie ihr es auch bekommen würdet, mit der normalen Wärmeleitpaste, die eben hier standardmäßig drauf angebracht ist. Wir können hier wenigstens sehen, dass das Ganze sich wenigstens sehr schön verteilt hatte. Also was hier die Wärmeleitpaste angeht, definitiv gute Leistung, die hier AMD gebracht hat. Also man muss auch sagen, dass die Temperaturen wirklich im Rahmen waren. Also Idle-Temperaturen gar kein Problem und unter Stress ist das Ganze jetzt nicht allzu stark ausgeartet, als dass ich jetzt hier mit dem Ergebnis unzufrieden war. Aber ich denke, das, was sich unter dem Heatspreader verbirgt, tatsächlich der limitierende Faktor sein dürfte. So, wie man das von herkömmlichen D-Lits eben gewohnt ist, gibt es eben den Derbauer D-Lit Dimate 2, der eigentlich für Skylake, Kaby Lake und Coffee Lake Prozessoren gemacht wurde. Also das Ganze ist eben eigentlich für Intel Prozessoren gemacht, aber der Bauer bzw. Roman hat eben in Erfahrung gebracht, dass das Ganze eben auch mit dem AMD Ryzen Prozessor funktioniert. Denn das Ganze wird umgekehrt in das D-Litting Tool eingelassen und lässt sich dann tatsächlich köpfen, wenn man ein kleines Adapter-Kit hier verwendet. Und zwar habe ich hier eben das besagte Tool. Können wir uns gleich alles anschauen. Und ja, hier haben wir den Schlitten. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann wird das Ganze hier eben in diese Einrichtung rückwärts eingelassen. Und soll sich dann hier sozusagen so köpfen lassen. Ich werde das Ganze jetzt hier noch einmal ganz kurz überprüfen, damit ich hier auf Nummer sicher gehen kann und melde mich gleich zurück. So, Freunde, ich habe jetzt einigermaßen in Erfahrung gebracht, wie das Ganze hier abläuft. Wir haben hier eben unseren standardmäßigen D-Lit Dimate und wie packt man das Ganze jetzt entsprechend mit der Ryzen CPU, also einem AMD-Prozessor, rein? Logischerweise, an der Stelle will ich einmal stark verdeutlichen, das Ganze funktioniert nur beim Ryzen 2200G und 2400G. Alle anderen AMD bzw. Ryzen Prozessoren sind eben verlötet mit Indium und da macht ihr euch euren Prozessor nur kaputt bzw. das Ganze wird sich einfach nicht lösen lassen, denn das Ganze ist eben verlötet mit Indium und daher nicht auseinander zu bekommen und auch komplett unnötig, denn da habt ihr eben die bessere Kühlwirkung vom Metall. Und das ist hier eben beim 2400G eben nicht der Fall. Das Ganze ist einfach nur mit Silikonkleber an den Rändern verklebt und mit Wärmeleitpaste eben vom Die, also der Chipfläche, und dem Heatspreader verbunden und damit auch relativ schlecht, was den Wärmeaustausch zwischen dem Kühler angeht. Und ja, wir haben hier unser goldenes Dreieck und das werden wir jetzt entgegen dem Intel-Dreieck hier so einlassen, also einfach reinfallen lassen. Und das Witzige ist eben, dass der Heatspreader dieselbe Fläche hat wie der Intel-Chip an sich. Und damit fällt das Ganze rein und passt hier auch wirklich, ohne irgendwie zu wackeln, in diese Halterung rein. Ja, und anstelle des standardmäßigen Schlittens, den ihr hier sonst bei einer Intel-CPU einfach reinpacken würdet, haben wir hier eben das besagte AMD-Upgrade-Kit für den D-Lit Dimate und das Ganze beinhaltet zwei Komponenten.
einmal eben dieses kleine Acrylplättchen und eben eine längere Schraube. Und mit diesen beiden Komponenten modifizieren wir sozusagen unseren, ja, Dilett Dimate zur Funktion AMD-Prozessoren zu köpfen. Das ist wirklich spannend, dass das Ganze für den Bauern so easy peasy geklappt hat. Also das war wirklich sehr, sehr viel Luck dahinter. Also wir packen eben unsere eine Platte hier als erstes rein. Das Ganze kommt so rein und anschließend den standardmäßigen Schlitten. So, und dann haben wir hier eine bessere Kraftverteilung eben auf die PCB, auf die Platine. Ich hoffe, dass man das Ganze sehen kann. Dadurch, dass das Ganze eben aus Kunststoff ist, ist das erstens nicht so aggressiv und verteilt sich dann eben besser auf die gesamte PCB vom Anpressdruck. Wir haben hier bei der kleinen Schraube so einen Washer mit dabei. Der wird auch benötigt, damit wir hier unser Dilett Dimate nicht kaputt machen. Über die Öffnung. Und dann habt ihr die lange Schraube. Und die muss man hier vorsichtig durchstechen, denn wie ihr wisst, die AMD-CPUs haben hier halt überall ihre Goldpins und wenn man das nicht vorsichtig macht, dann kann man eben Gefahr laufen, dass man dagegen kommt und das wollt ihr halt möglichst vermeiden. So. Dann schraubt ihr das Ganze erstmal per Hand zu, überprüft, ob alles soweit sitzt, alles ja easy peasy, eben gut durchdacht und an der Stelle auch ausgereift. Nachdem ihr das per Hand so ein bisschen angedreht habt, könnt ihr dann den Inbusschlüssel nehmen und eben anfangen, das Ganze mit etwas Druck hier gegenzupressen. So, jetzt hat es definitiv geklappt. Also hat man definitiv gefühlt und gespürt und gehört, dass sich da was getan hat. Also es hat wirklich so ein bisschen, ja, es hat sich so ein bisschen angehört, als ob eben Plastik auseinander gerissen wird, beziehungsweise der Kleber. Also ich denke, es dürfte geklappt haben. Denn ja, beim Deleting ist immer so meine Regel, lieber einmal mehr nachschauen, als dass es dann kaputt ist. Und ab ist er. Schaut gut aus. So, Heatspreader ist einfach abgefallen. Und damit seht ihr jetzt hier auch an der Stelle, wie einfach das war. So, und das ist jetzt hier das, was definitiv interessant ist. Wir haben hier eben auf der oberen PCB wirklich einen Haufen Capacitors, die eben gefährdet sind, sagen wir es so, beim Köpfen. Das heißt, wenn ihr hier mit einer Klinge rangehen würdet oder mit sonstigen Werkzeugen, die eben nicht so entwickelt wurden, dass hier wirklich sehr wenig Spielraum ist, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man einer der Capacitors hier abschert und das will man natürlich unter allen Umständen vermeiden. Ich werde jetzt das Ganze, wie der Bauer es empfohlen hat, also nach Romans Empfehlung hin, wurde empfohlen, eben dieses Acrylstück, das ich auch schon für den X99 Dilett verwendet habe. Damit lässt sich eben die PCB wunderbar vom Silikonkleber reinigen, denn das Ganze hat eben schöne, scharf gelaserte Kanten und eignet sich dafür echt super. Also dafür alleine haben sich wahrscheinlich die 3 Euro, die dieses Kit gekostet hat, schon allemal gelohnt. Was für den einen oder anderen noch interessant sein könnte, im Gegensatz zu dem Heatspreader, der bei den anderen Ryzen-Prozessoren verwendet wurde, haben wir hier bei dem 2400er und bei den anderen AMD-APUs eben eine kleine Erhöhung, so einen kleinen Sockel, der eben normalerweise die Höhe des Indium-Plättchens, das beim Verlötungsprozess halt sonst zum Einsatz kommt, so ein bisschen ausgleicht.
Und ja, damit haben wir auch die perfekte Markierung für eben unser Flüssigmetall. Das erspart uns natürlich einiges an Arbeit, denn so können wir direkt auf dem Die und eben auf dieser Fläche direkt das Flüssigmetall anbringen und ja, haben alles sozusagen vom AMD für uns bemessen bekommen. Also ja, daher war das auch eigentlich ein Must für mich, ja, dass ich den 2400G einmal köpfen werde, denn das Ganze geht kinderleicht und ja, ist wirklich in der Handhabung her sehr, sehr entspannt. So, mit etwas Mühe ist das Ganze wirklich sehr schön sauber zu bekommen. Wie bereits gesagt, man muss ein bisschen vorsichtiger sein mit den Capacitors eben auf der PCB, dass man dort schön alle dran lässt. Was werden wir jetzt machen? Wir werden jetzt auf den Die und eben auf den Heatspreader selbst unser Liquid Metal anbringen. Was werden wir verwenden? Ganz einfach. Wir haben Folgendes vorbereitet, und zwar Conductonaut von Thermal Grizzly, kennt ihr bereits von meinem Kanal. Und zwar werde ich das Ganze dann anschließend mit dem Uhu Hochtemperatur-Silikonkleber verkleben. Eine Sache, die ihr vielleicht noch berücksichtigen solltet, dadurch, dass eben auf der PCB die Capacitors offen vorgelegt sind, nicht so wie bei den Intel-CPUs, bei den meisten zumindest auf der Unterseite, solltet ihr, wenn ihr mit Flüssigmetall arbeitet, solch ein Kaptonklebeband bzw. Polyamid Klebeband verwenden, um eben einfach eine kleine Schicht über die Capacitors zu legen. Das Ganze erspart euch einiges an Arbeit, in dem Sinne, dass ihr ja notfalls, wenn dort mal ein bisschen Flüssigmetall drüber geht, das Ganze dann von dem Klebeband entfernen könnt. Zusätzlich ist Polyamid-Klebeband eben hitzeleitend, das heißt, das Ganze isoliert nicht, sondern gibt und verteilt die Hitze gleichmäßig. Viele Leute verwenden Nagellack, um die Capacitors zu isolieren. Das ist natürlich die einfachste und schnellste Methode, denn man lackiert das Ganze einfach und dann hat man eine Schicht drauf, die es eben isoliert. Ich bin da kein Fan von, denn auf der einen Seite weiß man immer nicht, was genau jetzt in Anführungsstrichen chemisch passieren kann. In den meisten Fällen ist das Ganze sicher und man hat da eigentlich nichts zu befürchten, aber nichtsdestotrotz hat man dann einfach einen Haufen Nagellack auf der CPU und davon bin ich kein Fan von, wenn man das Ganze wieder entfernen möchte. Von daher verwende ich dieses Kartonklebeband, habe ich bereits bei X299 angewendet, bei Coffee Lake eben dem 8700K, beim 6700K, beim 7700 und bis jetzt hat mich das nie im Stich gelassen. Ist immer eine kleine Fummelarbeit, das Ganze zurechtzuschneiden, dass das Ganze schön passt. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but something new. Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you.
So Freunde, ich denke, man kann jetzt relativ schön erkennen, was ich gemeint habe mit der Leichtigkeit, wie sich eben das Flüssigmetall hier auf der Ryzen APU anbringen lässt. Ihr seht hier die Aussparung für den Die. Ja, alles easy peasy hier mit dem Liquid Metal angebracht. Also sieht wunderschön aus. Alles von den Capacitors hier auch schön isoliert. Von daher dürfte hier eigentlich nichts schief gehen. Das war wirklich ein Kinderspiel, genauso eben wie das IHS. Und wir werden jetzt die CPU, also ganz normal die PCB hier, in den Sockel einlassen und erst dann den Heatspreader draufsetzen, nachdem wir den Kleber im Sockel angebracht haben. Wir werden das Ganze logischerweise auch irgendwie anpressen müssen und dafür werden wir eben den Kühler verwenden. Das heißt, wir platzieren das Ganze im Sockel, setzen den Silikonkleber eben hier einmal rund um die Capacitors an und platzieren dann unser IHS drauf. Und anschließend relativ zeitnah dann eben unseren Kühler direkt drauf, schrauben das Ganze fest, sodass der Anpressdruck vom Kühler dafür sorgt, dass das Ganze hier richtig schön zusammengedrückt wird. Ja, hoffen wir mal, dass das Ergebnis dann entsprechend auch möglichst gut ausfällt. So, hier der fertig verklebte Ryzen 2400G. Ich habe jetzt gerade den Kleber einmal komplett entfernt an den Rändern, der übergequollen ist. Ich könnte kaum zufriedener sein mit dem Ergebnis. Natürlich weiß ich nicht, wie es sich jetzt temperaturtechnisch auswirken wird, aber zumindest vom Äußeren her ist der Delete definitiv gelungen. Und wir setzen jetzt die CPU in den Sockel. Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. So Freunde, da sind wir wieder zurück. Der D-Lid ist fertig, alles soweit wieder angeschlossen. Und ich bin echt gespannt, ob ich die CPU zerstört habe oder ob der D-Lid soweit geklappt hat, dass wir das Ganze booten können. Startknopf und go. Lüfter dreht sich. Achtet auf den Monitor. Oh, Tastatur. Oh. Sehr nice.